Zeit. So, ich mach jetzt deutschen Drama-Content darüber. Ja, es ist einfach, das ist einfach deutsches Sunny V2, das ist es. Das ist, glaube ich, der beste Vergleich. Deutsche Sunny V2 oder deutsche Turkey Tom oder so, ja. Das ist der beste Vergleich, glaube ich. Oh mein Gott. Machen wir amerikanischen Content Creator. Ich weiß, so Nikocado kenne ich zumindest. Nikocado Avocado, 30 Jahre alt, lebt in Pennsylvania und ist mit Mukbang-Videos durch die Decke gegangen. Und warum er mittlerweile sogar international zu Recht kritisiert wird und weshalb er sich seit Jahren in den Tod frisst, das erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Es ist wirklich Sunny V2 einfach. Es ist wirklich Sunny V2. Ein amerikanischer YouTuber mit mittlerweile über 3,12 Millionen Abonnenten auf seinem Hauptkanal. Mit seinen anderen Kanälen erreicht er sogar fast 7 bis 8 Millionen Abonnenten und er ist international schon relativ bekannt. Beginnen wir aber jetzt. Große Challenge ist es, ein Nikocado Avocado Video zu machen, ohne Fatshaming zu betreiben. Das ist die große Herausforderung für diese Leute. Jetzt einfach mal im Jahre 2016, als er noch ein veganer YouTuber war, auf dessen Kanal es natürlich viel um Essen ging. Deswegen hieß er übrigens auch Nikocado Avocado, eben weil er gerne Avocados gegessen hat. Crazy. Das ist Janis. Er ist hochbegabt. Doch am 1.9.2016 kam dann nämlich der große Umschwung auf seinem Kanal. Nikocado veröffentlichte nämlich ein Video, weshalb er nicht mehr länger ein Veganer sein möchte und kurz darauf beschloss er sich Mukbang-Videos zu kennen. Die Leute, die in Deutschland nämlich überhaupt, das ist die Sache. Einfach aus riesigen Portionen Fastfood und die Zuschauer, die fanden das scheinbar am Anfang richtig geil, weshalb diese Videos auch so viel Zuspruch und viele Klicks gemacht haben. Und genau aus diesem Grund macht es selbstverständlich Nikocado aber... Kein Plan mehr. Ja, das ist in Deutschland kennen die, das ist die ganze... Ich kenne mich mit dem ganzen US-Drama so viel besser aus, aber ich glaube, der hat ich weiß nicht immer wieder, ja genau, mit C. Ich glaube, der hat aber in letzter Zeit gut was Gewicht verloren, meine ich, oder? Vor einem Monat. Ne, das ist vor einem Monat rausgekommen. Das sind die alten Sachen vor 5 Jahren. Weil ich meine letztens, ich weiß nicht, ob ich es beim H3-Podcast oder so gesehen hatte, wo das nochmal kurz Thematik war, dass er irgendwie wohl tatsächlich so im letzten Monat deutlich irgendwie Gewicht oder so verloren hatte. Wo ich so, ja, okay, good for him. Avocado immer weiter, um einfach den Erfolg noch mehr genießen zu können, um noch mehr Abonnenten zu bekommen. Das Ganze ging dann sogar so weit, bis die Zuschauer teilweise meinten, dass er sich mittlerweile vor der Kamera umbringen würde, weil er einfach so große Portionen isst und das kann ein menschlicher Körper fast gar nicht ertragen. Und genau deshalb entstanden die letzten Jahre auch immer Du siehst... ah, Leute, übrigens, hier sind die Videos, die ich versuche zu kopieren. Ja, das ist a right opinion, ja genau, da siehst du das Thumbnail-Design davon. Wieder Videos von sehr großen YouTubern, die ihn aufgrund dieses Verhaltens kritisiert haben. Doch wie krass diese Veränderung ist und wie negativ er sich einfach entwickelt hat, das zeige ich euch jetzt im nächsten Kapitel. Wie gesagt, Nikocado Avocado war ein veganer YouTuber, der auch relativ normal gebaut war. Er war jetzt nicht dick und er war jetzt auch nicht unbedingt dünn, sondern er war halt einfach... Was? Alter, Bro, guck dir mal die alten Sachen von dem an. Ich war jetzt auch nicht unbedingt dünn. Ey. Warte mal hier, Älteste, ob die Sachen da noch drauf sind. So, ja. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo Ah, oh Gott, ich hasse YouTube. Ob man irgendwo die Ganzkörper... Sachen oder so sieht. Ich meine, okay, das war jetzt halt schon in den Lifestyle mit rein. Es gibt halt eigentlich noch ältere Videos, die dann wahrscheinlich entweder auf nicht gelistet oder sonst was dann dementsprechend gesetzt wurden. Aber wie du das, ich meine, du siehst schon die Statur und alles Mögliche des Gesichts und zu sagen, ja, der war jetzt auch nicht wirklich dünn oder so. Also, holy shit. Einfach so dieses typische Mittelmaß, was man so kennt. Doch im Laufe der Jahre, und das muss man wirklich so sehen, hat sich das einfach drastisch geändert. So gibt es sogar ein Video auf YouTube, welches aufgezeigt hat, wie er von 2016 bis 2022 seinen Körper komplett in den Ruin getrieben hat. Und ich kann euch wirklich sagen, das ist mehr als schockierend. And we're alive, and we're healthy. I hope you're healthy. I hope I'm healthy. But we're here, you know?
Ich werde diese, also da ich höre schon diese Essgeräusche und will einfach nur kotzen. Ich werde diese Mukbang-Sachen nie verstehen. Ich werde nie verstehen, wie man anderen Leuten gerne beim Essen zusieht. Und vor allem bei solchen Portionen oder so. So der einzige Appeal, den ich bei so absurden Sachen irgendwie verstehe, ist eben so dieser Autounfall. Dass du so einfach drauf gucken musst und denkst, Alter, was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Aber generell dieser Trend davon, das konnte ich noch nie nachvollziehen. Vor allem dann eben auch diese ganzen Essgeräusche. Boah, da gehe ich an die Decke. Will ich einfach nur den Leuten ins Gesicht schlagen und denen einfach bessere Essmanieren irgendwie aufzwingen. Das ist so schlimm. Das konnte ich generell nicht verstehen. Aber ja, es ist halt dann das Ganze in irgendwelche immer extremere Sachen zu ziehen, um dementsprechend mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Weil Geld spielen die Sachen ein. Die haben ja teilweise zweistellige Millionenbeträge, also von den Aufrufzahlen her, die Videos. Boah. Like pull you in. Well, I don't know how frequent it is. Ich weiß nicht, ich krieg eigentlich gerade ein bisschen Hunger, wenn ich die Sachen sehe. So jetzt so ein gutes Chicken Sandwich, das wäre schon geil. Ich hab unten noch eine halbe Portion hier noch eine halbe Portion bisschen Reis, bisschen Reis und Hühnerchili. Ich glaube, das mache ich mir nachher noch warm. Stupid Noodle. Die absurderen Sachen ist, es gibt Compilation-Videos von, es gibt halt, der hat sich so oft vor der Kamera eingeschissen, dass es Compilation-Videos davon gibt. Weißt du, die wenigsten Leute haben überhaupt ein Video von sich, wo sie sich vor der Kamera eingeschissen haben. Es gibt ganze Compilation-Videos. Wo es halt so, oh, aus Versehen zu stark geschurzt. Und das Ganze ist natürlich halt extrem immer für die Kamera übertrieben dargestellt. Und die Sache ist, du weißt halt nicht, wo irgendwie die Persona quasi, ne, was Persona ist, was irgendwie er selber ist. Weil ich meine, klar, so die körperliche Transformation, die ist auf jeden Fall da. Aber auch da ist es halt schwer zu sagen, was davon ist jetzt einfach nur getrieben durch den Erfolg davon, was ist getrieben durch irgendwelche anderen Problematiken oder so, aber es ist auf jeden Fall in einem Ausmaß oder beziehungsweise auch die Art und Weise, wie das halt hier dafür konsumiert wird, dass es auf jeden Fall irgendeine Form von einer Essstörung halt ist. Oh, es ist, die Faszination ist halt, wie bei vielen anderen Leuten da, ist es so, dass du nicht glauben kannst, dass jemand das macht. Massephase. Ist einfach 6 Jahre lang Massephase und jetzt geht er ins Gym und in einem halben Jahr sieht er einfach aus wie Arnie. Das ist die Faszination an, ist einfach diesem Autounfall irgendwie zuzugucken. Das ist so die Faszination davon. Das Schlimme ist halt Leute, die das dann enablen. Die dann halt wirklich so diesen Content finanziell noch unterstützen. Na, und dann so das Merch davon kaufen, alles Mögliche. So. Das ist die Sache, die ich halt dabei immer so verwerflich finde. Aber die eigentliche Faszination mit solchen Leuten sehr leicht zu verstehen. Oh mein Gott, was ist das? Bro, what the fuck? Innerhalb von 6 Jahren ist er von diesem Menschen zu diesem Menschen geworden. Und das Ganze nur für Fame und für Geld. Denn hätten nämlich damals die Zuschauer kein Interesse für diese Mukbang-Videos gezeigt, dann hätte er wahrscheinlich auch komplett aufgehört mit diesen Videos, weil wäre er nicht gut angekommen, hätte nicht viel Geld gemacht und dann hätte es auch keinen Sinn gemacht, diesen Content. Ist halt schwer zu sagen. Ist halt schwer zu sagen, ob es dann nur wegen des Geldes war und da nicht noch irgendwelche anderen Faktoren mit reingespielt haben. Weil auch für das Geld seinen eigenen Körper zu zerstören, ist halt nicht, ist halt auch nicht immer die beste Motivation, ne? Weiter zu produzieren. Doch eben, weil es gut ankam, hat er immer weiter gemacht und immer größere Portionen gegessen, damit die Zuschauer noch mehr draufklicken und noch mehr Kommentare schreiben. Es ist halt weniger die
die Gewichtszunahme an sich. Also es ist einerseits natürlich die Schnelligkeit, mit der das Ganze passiert ist. Und dann auf der anderen Seite auch natürlich die, was quasi dafür gegessen wird und in welchen Mengen. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied eben dazu und wie das Ganze dann eben auf dem Kanal gezeigt und dann eben auch ne, so diese positive Feedback-Loop, oder was heißt nicht positive, aber sagen wir zumindest so, okay, du kriegst dadurch dann eben das ganze Geld und Fame oder so und du weißt halt nicht, was da sonst noch irgendwie in irgendwelchen Fällen dahinter steckt oder beziehungsweise was eben auch ne, die Persona gespielt ist und was die echte Person ist. Weil eine Sache ist halt wirklich ganz krass, wenn du dir so die älteren Videos von ihm ansiehst und wie er redet und wie er sich generell verhält und dann so 3-4 Jahre später in die Zukunft, wo es einfach nur noch so Elsa Pregnant Batman Level, aber als reale Person ist, wo jemand einfach wirklich nur noch da sitzt und alle Emotionen, die rauskommen, eine 11 von 10 sind, entweder am Schreien oder am Weinen oder sich am Einscheißen oder sonst was irgendwie ist. Und das ist halt super schwer zu sagen, was davon gespielt ist und was irgendwie real ist, ja. Genau deshalb schaufelte er sich weiterhin nach und nach immer ungesündere und immer ekelhaftere Portionen rein. Und wie ungesund das Ganze aussieht, das erkennt man auch schon direkt auf dem Kanal in den Thumbnails. Da ist es eigentlich schon ganz normal, dass er sich einfach mal so nebenbei ein Kilo Nudeln reinzieht und das Ganze findet gefühlt jeden Tag statt. Denn er ist ja nicht nur auf seinem Hauptkanal aktiv, wobei auf seinem Hauptkanal ist er gar nicht so krass aktiv, er hat noch andere Kanäle, dort ist er fast jeden Tag aktiv. Das ist zum Beispiel auch dieses sehr Verstörende, wo er dann eben irgendwann so das auf den Kanälen quasi so als Shock Value genutzt hat, so ups, I'm disabled now, ne, und dann eben du hast dann sehr viele von diesen Thumbnails, wo sie dann eben beide die Schlafmasken ne, also was an sich eigentlich nur so mehr die Schlafmasken sind, aber was sie dann eben auch in den Videos dann tagsüber tragen, einfach nur um das Ganze schockierender wirken zu lassen und oh, guck mal, wie ich irgendwie, ne, was ich hier mit meinem Körper oder so gemacht habe. Das ist einfach noch, dass jedes Mal, wenn irgendwas passiert, das Ganze dann noch für den Content eben genutzt werden muss, um das dann irgendwie stärker darzustellen, wo du auch dann teilweise nicht weißt, wie schlimm sind Sachen wirklich und wie schlimm werden dann gewisse Dinge auch irgendwie dargestellt, einfach nur für die Videos, damit dann die Sachen halt eben so als Drama-Content mehr irgendwie funktionieren. Das ist so eben auf so eine verstörende Art und Weise. Und lädt dort regelmäßig halt. Beziehungsweise es gibt ja auch dann so theoriemäßig, dass es dann Fetisch-Content, obwohl ich das immer so eine langweilige Ausrede finde, dass nur, weil man irgendwas verstörend ist oder sonst was oder nicht logisch, dass es dann direkt irgendwie immer der Fetisch-Content sein muss für die selber oder eben auch für die Leute, die das dann gucken. Essens-Content hoch mit übermäßigem Konsum. Und wie ungesund das wirklich ist, das zeigt auch sein derzeitiges Gewicht auf. Wie ihr ja schon sehen konntet, hat Nikocado Avocado von 2016 bis 2020 wirklich drastisch zugenommen. Noch 2017 bis 2018 wog Nikocado Avocado 95 Kilogramm, was auch schon recht viel war, aber es hat sich noch in Grenzen gehalten. Doch 5 Jahre später, also heute, wiegt Nikocado Avocado einfach 167 Kilo und das bei einer Größe von gerade mal 1,65 Meter. Mit 30 Jahren. Gerade bei so einem derartigen Übergewicht. In so jungen Jahren kann es noch richtig große Konsequenzen für seinen Körper bedeuten. So brauchte nämlich Nikocado Avocado teilweise eine. Im Gegensatz zu, wenn er älter wäre, dann gibt es keine Konsequenzen mehr dafür. Das meine ich halt so, dass dann eben in den Videos irgendwie so eine Schlafmaske getragen wird, die du auch aus ganz anderen Gründen. Ey, Ich habe auch eine Schiene, die ich halt nachts trage, weil bei mir halt der Kiefer so zurückfällt. Und das halt dann in den Videos so zu tragen, um zu zeigen, ah ja, guck mal, wie krass das jetzt irgendwie ist. Das ist halt die Sache, die daran eigentlich am verwerflichsten ist. Eine Beatmungshilfe, da er Lungenprobleme bekommen hat und seine Rippen sind sogar aufgrund seines Körpergewichts einfach so gebrochen. Also spätestens dann, wenn man merkt, dass man aufgrund des Körpergewichts sich einfach die Rippen bricht, sollte man dringend aufhören mit dem Zeug, was einen zwar erfolgreich macht und vielleicht auch bekannt. Fucking Einstein!
Oh, das hat ihm wahrscheinlich noch niemand gesagt. ...gemacht hat, aber was ihm auch das Leben zerstören könnte. Doch da Nico Kato genau eben von diesem Konsum lebt, macht er immer weiter und es ist letztendlich einfach nur eine Frage der Zeit, bis er ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Doch nicht nur sein Körper hat sich drastisch verändert, nein, auch seine Verhaltensweisen sind komplett unterschiedlich geworden. So war Nico Kato Avocado, nämlich früher ein ziemlich ruhiger Typ, den man auch sehr gerne zugehört hat, wenn er irgendwie geredet hat. So auch bei seinem Video, wo er gemeint hat, er hört auf mit dem veganen Leben und er fängt jetzt auch an, wieder Fleisch zu essen. Saved. You know, there's still gonna be war. I remember when I, you know, I didn't attend the Raw Till 4 Bike Festival. A lot of people like to say I did, that I was a part of it, that I'm part of this cult, that I, first of all, I don't eat Raw Till 4. Also er redet hierbei wirklich komplett normal und ziemlich reflektiert über dieses Thema, was ja auch gut ist. Doch im Laufe der Zeit ist er einfach zu einem überdrehten Aufmerksamkeitstier geworden, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Das ist halt die Sache, weil du kannst nicht wissen, was davon gespielt ist. Das ist halt die Sache, das kannst du nicht wissen. Deswegen immer so mit, ja, oh, das ganze Fastfood hat das Hirn verbrannt oder sonst was. Aber, ne, wenn du ja dann, ich meine, es ist halt schwer zu sagen auf der einen Seite, oh, man macht alles kalkuliert für die Views, von der Platzierung des Essens, der Menge und wie das halt in den Thumbnails dargestellt wird. Und dann aber sagen, oh, dieses ganze Überdramatisierte und die Art und Weise, wie man sich benimmt, das ist dann einfach nur ein Nebeneffekt davon und nicht etwas, was auch einfach kalkuliert dann eben passiert. Aber ja, ich guck mir das einfach an. So, das ist definitiv keine Menge, die ich, also das könnte ich auch gar nicht essen. Nee, oder? Ich meine, okay, so ein 20er Nuggets, easy, ist kein Problem. 20er Nuggets und eine Pommes dazu. Ich meine, das sind die Ami-Größen, das muss ich jetzt bedenken. So, ich gucke das an und ich denke, oh, ja, 20er Nuggets und eine große Pommes, das geht. Aber dann gucke ich mir die Burger-Größen an und dann, wie groß diese Pommes sind. Und das ist doch wahrscheinlich so die doppelte Menge unserer großen Pommes oder so. Ich glaube, da wäre dann irgendwie Ende. Wahrscheinlich schon. Ne, weil ich gucke mir halt die Nugget-Größen an und dann, okay, da ist wahrscheinlich so ein Chicken Burger oder so. Das ist dann schon evil. Ne, mit so zwei Fleisch-Patty und dem ganzen Kram drauf. Das ist schon echt heftig. Dann hast du da eins, zwei, so drei, vier davon. Zwei Pommes-Packungen, die wahrscheinlich irgendwie so ein Kilo Pommes nachher darstellen. Den Kram, ja, never ever. Never ever. Die neuen Big Mac-Soße haben, kriege ich keinen davon runter. Ich habe, glaube ich, 10 Jahre keinen Big Mac oder so mehr gegessen und dann habe ich halt nur mal einen wieder ausprobiert wegen dieser scheinbar neuen Big Mac-Soße. Ich fand's okay. Ich fand's vollkommen okay, aber ich habe auch keine Ahnung mehr, wie der vorher geschmeckt hat, ja. 40 Nuggets, easy. Weiß ich nicht. Müsste ich mal probieren. Müsste ich mal, vielleicht, ne, gibt einfach, ich versuch's demnächst mal. dann hole ich aber 20 normale Nuggets, weil das ist kein Problem. Dann hole ich 20 normale Nuggets und 20 vegane, dass ich notfalls die Anneke welche abgeben kann. Weil ich mag's nicht, Essen wegzuschmeißen. Ich mag das überhaupt nicht. Aber Chicken Nuggets halt wieder warm machen ist auch wieder so eine Sache. Bier mit 20 Milchschnitten, Jesus. Ich weiß nicht, ob ich 5 oder so packen würde. Ich weiß nicht, ob ich 5 packen würde. Bei mir wäre das übrigens alles süß-saure Soße. Das ist, ich bleib einfach dabei. So, zwischendurch denke ich mir, komm, wir nimm einfach mal eine andere. Also nein. Ich weiß, was ich mag. Ich weiß nicht, ob ich 40 packen würde. Also wenn, aber dann mit extremen Bauchschmerzen. Mit extremen Bauchschmerzen und einem spaßigen Stuhlgang am nächsten Morgen. Das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was war das Garstigste, was ich jemals... Also ich glaube, ich habe das früher mal gemacht, dann habe ich aber auch den ganzen Tag nichts gegessen. Und habe mir dann einfach nur abends oder so, das war, als ich bei Sony gearbeitet habe, dann war ich sowieso alleine in der einen Wohnung. Und dann habe ich manchmal einfach am Wochenende so halt morgens und mittags nur was getrunken und bin dann abends dann rübergefahren. Und habe eben, weißt du, das ist dieses, weißt du, du bestellst was am Drive-Thru
Und dann war es dann so unangenehm, die Sachen zu bestellen, dass ich halt extra 2 Menüs geholt habe, damit man so dieses, dann denken die, ich bestelle noch für, oder ein extra Getränk oder so, extra Getränk und Pommes, damit man, dann bestellt man nicht nur für sich selber. Das war noch, bevor es die Schalter gab zum selber aussuchen. Damit ist es wesentlich angenehmer. Aber ich glaube, das Heftigste, ich weiß nicht, einfach so ein ganz normales Menü und dann noch eine extra Pommes dazu und dann noch vielleicht so 2-3 von den, entweder so Cheese oder Chicken Burger oder so. Und da ist dann schon Schicht im Schacht. Aber wenn ich das hier sehe, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Hälfte, wenn ich hier so die Hälfte trennen würde, ich glaube, das würde ich schon nicht hinkriegen. Weil was man nicht unterschätzen darf, das sind die Pommes. Das alleine, ich weiß nicht, ich glaube alleine, wenn ich schon so eine fette Ami-Supersize-Pommes-Packung essen würde, ich glaube, dann wird sie schon im Ende zuneigen. Hey, I'm obese. Obese. 50 Liter Holy Energy. Alter, du kannst nicht mal 50 Liter Wasser trinken. Dann stirbst du. Ne, vor allem ist es halt immer auf die gleiche Art und Weise. Es ist halt immer diese eine Reaktion, die folgt. Deswegen, so das zumindest zu einem Großteil ist das einfach alles nur gespielt dann. Er ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Also zu seiner Entwicklung kann man körperlich sowie auch verhaltenstechnisch einfach nur mit dem Kopf schütteln. Der Erfolg hat ihm zwar letztendlich Geld und auch Fame gegeben, aber im gleichen Atemzug hat es auch seine Gesundheit komplett zerstört. Ich persönlich hoffe auf jeden Fall nicht, dass sich das irgendjemand zum Vorbild nimmt, um damit eines Tages erfolgreich zu werden. Wie wir jetzt schon gesehen haben, ist Nico Kato verhaltenstechnisch extrem abgestürzt. Doch wie unglaublich ekelhaft sein Verhalten unter anderem ist, das zeigte er erst in jüngster Vergangenheit wieder. So ging es nämlich darum, dass der YouTuber Ethan Klein ein Interview mit Nico Kato Avocado führen wollte. Und Ethan hat sogar extra Nico Kato Avocado ein First-Class-Flugticket gekauft, damit Nico Kato zu ihm fliegen kann, damit die dann ein Interview führen können. Doch was hat jetzt Nico Kato eigentlich mit diesem First-Class-Flugticket gemacht? Richtig, er meinte, er macht jetzt einfach mal nach Malaysia mit diesem First-Class-Flugticket, um es sich einfach gut gehen zu lassen. Respekt! Oh, was für ein Troll-Move! Sorry, aber das finde ich geil. Sorry, das finde ich geil. Wenn du das First-Class-Ticket dann für sowas nutzt. So, dein ganzer Content ist in gewisser Form irgendwie so ein Troll-Content. Und dann nutzt du das dafür. Hervorragend. Hervorragend. Und das, obwohl er meinte, dass er keine Langstreckenflüge verträgt aufgrund seines Körpergewichts. Also so ein Flug nach Malaysia macht einfach absolut gar keinen Sinn. Und in Malaysia zeigt er dann auch noch, dass er bei einem In-N-Out gegessen hat und dort das Essen bewerten wollte. Fun Fact, es gibt in Malaysia keinen Burgerladen, der In-N-Out heißt. Und der Ort, an dem er gegessen hat, das war auch offensichtlich nicht Malaysia, sondern es war Amerika. Um genauer zu sein, war es L.A. Und so kam ein Tag später heraus, dass Nico Kato Avocado mit diesem First-Class-Flugticket nach L.A. geflogen ist, um sich dort ein paar schöne Tage zu machen. Also sozusagen hat Nico Kato fettes W. Avocado diesen Ethan abgezogen und als der YouTuber Ethan halt mitbekommen hat, dass er halt hier verarscht wurde, meinte er dann auch, dass er das Geld gar nicht mehr haben möchte von Nico Kato Avocado. Das ist fucking H3H3. So als ob Ethan da großartig nachjammern würde. So, das ist wahrscheinlich noch besserer Content gewesen, sich darüber im Podcast zu beschweren. Die haben auch genug Geld dafür, so lol. Alter, ist echt. Ethan hat auch echt gut Gewicht verloren in letzter Zeit, holy shit. Er ist halt einfach nur enttäuscht darüber. Ein weiteres Video, welches auch von dem YouTuber... Es ist einfach so, ja, okay, whatever. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich darüber großartig aufgeregt hat.
August the Duck kritisiert wurde, war das Video... So rückblickend wird das wahrscheinlich auch lustig finden. So, dass Nikocado Avocado darüber spricht, dass er eventuell Krebs haben könnte. Also er war jetzt nicht beim Arzt, aber er hat irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas in seinem Körper und er vermutet, dass es halt Krebs ist. Und wenn man dann direkt auf dieses Video klickt, sieht man direkt am Anfang, dass er nur über seine Frisur spricht, wie cool die doch ist. What do you think of my haircut? I did it all by myself. It was a lot of work. I'm huffing and puffing. I'm out of breath, even though I identify as skinny. Das ist offensichtlicher Troll-Content in dem Fall. Das ist offensichtlicher Troll-Content in dem Fall. Sometimes the breath just gets really bad. But what do you think? It's a little sharp. Number two pencil action going on. Hä? Also, wenn ich eine schwere Krankheit habe oder vermute, ich habe eine sehr, sehr schwere Krankheit und es handelt sich dabei um Krebs, dann rede ich doch nicht in der ersten Minute darüber, wie cool... Erneut. Fucking Einstein. ...cool meine Frisur ist und wie toll das alles aussieht. Und genauso weird ist es dann auch noch, dass in dem einen Moment extrem besorgt ist aufgrund des Krebses, was er vielleicht hat, und im anderen Moment erzählt er einfach zwischendurch... Deutsch und Tumor. Might require just a little, a little, you know what, but, oh man, I just can't believe this is happening. Okay, let's go to, now this is their all-star $5 cheeseburger. Also, Alter, diese, mal ganz im Ernst, diese fucking Soda-Packungen, guck dir das mal, wie, dass die das schon so erweitern müssen, dass das hier ausbeult, damit das weiterhin noch in die ohnehin schon größeren Getränkehalter in den USA reinpasst. Wie viel ist das? Ist das ein Liter? Sind das anderthalb Liter, die du einfach mit dabei bekommst? Anderthalb Liter Soda? Holy, Alter. USA, seid ihr, ist alles okay mit euch? Was ist da los? Ich weiß auch nicht, wie man das einfach nebenbei so trinken kann. Holy shit, ey. Also irgendwie bin ich bei diesem Video ziemlich verwirrt. Wenn ich doch weiß oder wenn ich doch im Gespür habe, dass ich eine schwere Krankheit habe und rede dann über genau dieses schlimme Thema, dann erzähle ich doch nicht noch nebenbei, was ein Burger gekostet hat, wie toll meine Frisur ist und dass ja alles andere wunderschön ist. Das haut halt alles nicht... Versteht dieser Mann, was ein Troll ist? In Bonn gibt es ein Kino mit US-Größen. Ich habe da einen 2 Liter Fast and Furious Eimer bekommen. So richtig hin, weshalb man jetzt vermuten könnte, dass das Ganze nur Clickbait ist, damit er wieder mehr Klicks macht, wie viele seiner anderen Videos eben auch. Weshalb Nikocado aber auch ziemlich unsympathisch geworden ist, zeigen auch immer wieder seine Videos auf. So meint er auch mal, dass er es extrem liebt, die arme arbeitende Bevölkerung von seinem Penthouse zu betrachten. It's called Watch the World Struggle. Oh, it's a fun show. You know, I sit up here in my tower and watch everyone struggle. Also, wie gesagt, Ich bin bei weitem kein Fan von dem ganzen Content und es ist definitiv keine gute Sache, das mit, also vor allem wenn du es halt irgendwie absichtlich oder so machen solltest, den Körper dafür zu zerstören. Aber sowas ist offensichtlich einfach nur Troll-Content. So nichts davon ist in irgendeiner Form ernst gemeint. And be poor. It's so entertaining. I love watching poor people. They struggle. Oh, I just need popcorn. I could sit here and watch them struggle all day. So up here in my tower, because I'm so rich, I watch all the poor people. Hi. Gerade eben noch angeguckt. Oh nein, wenn irgendwelche Fußballspielerinnen mit misogynen Beleidigungen zugefeuert werden, dann ist das ja einfach nur so bla bla bla. Das wird ja inflationär benutzt. Aber wenn jemand offensichtlich einfach so diese Rolle spielt, dann ist das, vor allem in dem Fall, wo es halt literally keine Opfer oder sonst was gibt. Oh, holy shit. Hey. Das finde ich schön irgendwie, das berührt mein Herz. Wenn ich sowas höre, das berührt mein Herz. Wow, krass, wie respektvoll er genau über diese Menschen redet, die ihm erst diesen Erfolg ermöglicht haben. Letztendlich würde er aber genau mit diesem Konsum sowieso nicht lange durchhalten können. Und da muss ich nämlich genau diese arme, arbeitende Bevölkerung um ihn kümmern im Krankenhaus. Traurig, aber wahr, wenn ihr mich fragt. Media Literacy 100% durchgespielt.
Avocado, Avocado ist leider ein Paradebeispiel, was Erfolg und Anerkennung mit einem machen kann. Irgendwann werden Menschen einfach überheblich und sie passen sich einfach nur den Trends auf YouTube an, um irgendwie Klicks und Geld zu ziehen. Und YouTuber vergessen dann auch mal ganz schnell, durch wen sie eigentlich groß geworden sind und wie sie den Erfolg überhaupt bekommen haben. Man sollte immer dankbar sein für das, was man sich durch YouTube ermöglichen kann, aber... Wenn du dein komplettes Business auf Drama-Content basiert, dann würde ich in dem Fall mal aber ganz schnell die Fresse halten. Genau diese Dankbarkeit fehlt hier wirklich komplett. Ich kann nur sagen, dass ich es wirklich bitter finde, dass dieser Erfolg so krass nach hinten losgegangen ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Wie findet ihr diese Entwicklung von Nicocado Avocado? Würde mich wirklich interessieren. Und weil es sich so viele gewünscht Mega. Haben, lese ich Merke euch es. Heute mal noch einen unlustigen Witz zum Schluss des Videos vor. Damit schrieb nämlich ein User, schlechter Witz, was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Einen Seehund. Excuse me, what the fuck? Und genau das ist der Grund, weshalb ich auch keine Witze mehr in letzter Zeit vorgelesen habe. Die sind so unterirdisch schlecht, dass es mir einfach nur wehtut. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Folgt mir gerne noch auf Discord und auf Instagram. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Wäre richtig, richtig geil. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt ihr so schön? Vor allem hat er den Witz auch noch falsch geschrieben, weil du den... Schreib doch wenigstens Seehund richtig. Der Witz funktioniert... phonetisch, nicht weil du ihn das Wort falsch schreibst. Hey, gibt's so shit. Leute, es ist nach 0 Uhr. Wie lange beschäftige ich mich jetzt schon mit der Scheiße? Ich muss doch ins Bett. Ich muss morgen noch Content produzieren. What? How to reply to negative comments? 90s Tutorial? Was? Welcome to the wide world of web. I'm your host, Smithers O'Neill. And on today's episode, we're going to learn how to write internet comments. Let's take a look at an example, shall we? Right now, we're on one of my favorite internet forums, where I've commented on this beautiful 3D art. I had lots to say about this one, and the people were riveted by my comment. And you can do it too. A good comment was war der Name? Riveted by my comment. Big Daddy Smithers! And you can do it too. A good comment contains one or more of the following. Interesting knowledge. Details you enjoyed or did not enjoy. I yearned for a touch more saturation. An emotional story. And a dash of humor. Or dare I say too. In these ich muss sagen, die Ästhetik davon ist super. Die Ästhetik davon ist hervorragend. Also ich weiß nicht, wie sie es tatsächlich dann so aufgenommen haben oder mit Filter durchgejagt wurde. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus, die Ästhetik davon. We need to respond calmly and dignified. We can reply. Jeremiah is really trying to devalue my opinion while making his sound superior. How should we proceed? A. Ignore him. B. Explain that there is no correlation between celibacy and artistic knowledge. Ich find B ist die beste. Ich finde B ist die beste Antwort. Einfach so wirklich ehrlich, ernsthaft dann so einen Schwachsinn dazu schreiben. C. Find personal information to comment on. Option C it is again. Wie der Typ letztens. Der sich... Mit seinen Xenoblade-Kommentaren und dann irgendjemand unten drunter gepostet vom so Sex Offender Registry, das gepolt und dann so, this you? Cute opinion, unfortunately, I found your Sex Offender Registry. By going through his profile. Oh Gott. The wild world of web, ja. Yeah. Ich habe glaube ich noch nie was von dem Kanal gehört. Oh, I make VHS-Videos. Ah, okay, der jagt die tatsächlich nochmal da durch. Okay, alles klar, ja, das hatte ich mir schon gedacht. Weil das sieht so gut aus für einfach nur irgendwie Filter drüber gelegt.
Hab ich irgendwas davon mal gesehen? Das sieht eigentlich so aus wie Sachen, die ich mal irgendwas davon hätte gesehen haben sollen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, ne. Oh Gott, Leute, ich muss ins Bett. Ich muss ins Betty. Wenn das jetzt Käse ist, ne? Ich bann auch Mods. King. I would hate to have to. Okay, so Leute, das war's. Gute Nacht, schlaft schön, schaut meine Videos, wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann.